Wir werden hier dieses parametrische Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten anhand der Cramer-Methode diskutieren. Also rechnen wir zuerst die Determinante. Die Determinante von diesem System wird gebildet durch zwei Spalten, die x-Spalte, das heißt die Vorzahlen von x, und die y-Spalte, das heißt die Vorzahlen von y. Wir bilden also zuerst diese Determinante, die Vorzahlen von x, das sind m² und 1, und die Vorzahlen von y, das sind 1 und m². Wir rechnen diese Determinante schleifenmäßig, also m² mal m² minus 1 mal 1. Das macht m hoch 4 minus 1. Jetzt versuchen wir, diese Determinante zu faktorisieren. Das geht leicht, weil m hoch 4 ist dasselbe wie m² im Quadrat und 1 ist dasselbe wie 1 im Quadrat. Also haben wir hier eine Differenz von 2 Quadraten. Nutzen dazu die binomische Formel und so finden wir a² minus b², das ist a plus b mal a minus b. Dieses Binom kann man nicht weiter faktorisieren, aber dieses sehr wohl, denn hier steht m² minus 1 im Quadrat. Wir nutzen dieselbe binomische Formel und finden jetzt als Determinante m² plus 1 mal m minus 1 mal m plus 1. Das Cramer-Verfahren eignet sich sehr zur Diskussion solch eines Gleichungssystems, denn hier diskutieren wir einfach, entweder die Determinante d ist 0 oder sie ist es nicht. Das heißt, wir diskutieren diese zwei Fälle. Erster Fall, wenn die Determinante gleich 0 ist. Diese Determinante ist gleich 0, dann und genau dann, wenn dieses Produkt 0 ist. Der erste Faktor ist niemals 0, der ist immer streng positiv. Denn wenn man zu 1 eine positive Zahl addiert, ist das Ergebnis immer streng positiv. Der zweite Faktor ist 0, wenn m 1 ist. Und der dritte Faktor ist 0, wenn m minus 1 ist. Die Determinante ist also 0, dann und genau dann, wenn m minus 1 ist oder wenn m 1 ist. Dieser erste Fall führt also zu diesen zwei Unterfällen, entweder m ist minus 1 oder m ist 1. Wenn m den Wert minus 1 hat, dann ersetzen wir im Anfangsgleichungssystem überall m da, da und da durch minus 1. Das System sieht dann so aus. Die erste Gleichung ist dann x plus y gleich 1 und die zweite x plus y gleich minus 1. Aber diese selbe Zahl x plus y, die kann unmöglich gleichzeitig gleich zu 1 und gleich zu minus 1 sein. Das heißt, dieses System ist unmöglich und dementsprechend ist die Lösungsmenge leer. Zweiter Unterfall, wenn m 1 ist. Wieder im Anfangsgleichungssystem ersetzen wir m überall durch 1 und dieses Gleichungssystem wird dann zu diesem da. Wir stellen hier sofort fest, dass die zweite Gleichung genau dieselbe ist wie die erste. Also ist dieses Gleichungssystem unbestimmt und die Lösungsmenge, das ist die Menge aller Zahlenpaare xy, die diese Gleichung erfüllen. Zum Beispiel 0, 1 oder 1, 0 oder ein halbes, ein Drittel, zwei Drittel. Es gibt unendlich viele Zahlenpaare xy, die diese Gleichung erfüllen und deshalb sagt man hier auch, dass das Gleichungssystem unbestimmt ist. Der erste Fall ist erledigt, jetzt kommt der zweite Fall. Diese Determinante d, die ist nicht 0, dann und genau dann, wenn m nicht minus 1 ist und m auch nicht 1 ist. Hier ist zu betonen, im ersten Fall steht hier ein oder. Das ist auch normal. M ist entweder minus 1 oder m ist 1. M kann nicht gleichzeitig minus 1 und 1 sein, deshalb hier ein oder. Aber hier gehört ein und hin, denn damit die Determinante verschieden ist von 0,
muss m verschieden von minus 1 und gleichzeitig verschieden von 1 sein. Wir sind also jetzt in dem Fall, wo die Systemdeterminante d nicht 0 ist, und dann dürfen wir das Cramer-Verfahren anwenden. Für x finden wir also diesen Bruch, unten steht die Systemdeterminante d, und der Zähler von x, den finden wir, indem wir in der Systemdeterminante die erste Spalte, also die x-Spalte, ersetzen durch die Spalte der unabhängigen Termen, die aber beide rechts vom Ist-Zeichen stehen, was der Fall ist. Also in dieser Determinante ersetzen wir die x-Spalte durch die Spalte 1m, so erhalten wir den Zähler von x, und jetzt rechnen wir das noch aus. Der Zähler, das macht m² minus m, und die Determinante d schreiben wir hier aus. Wir stellen fest, dass man oben noch m ausklammern kann, tun wir das. Und jetzt können wir durch m minus 1 kürzen. Das dürfen wir natürlich nur dann, wenn wir sicher sind, dass m minus 1 nicht 0 ist. Wir sind sicher, denn m minus 1 ist nicht 0, weil m ja nicht 1 ist. Also dürfen wir hier kürzen und finden für x diesen Bruch. Den kann man nicht mehr weiter kürzen. Jetzt dasselbe für y. Y ist wieder Bruch, der Nenner ist die Determinante d, und der Zähler wird gebildet, indem man in dieser Systemdeterminante dieses Mal die y-Spalte, also diese Spalte hier, ersetzt durch die Spalte der unabhängigen Terme. Also die x-Spalte schreiben wir einfach ab, und die y-Spalte wird ersetzt durch die Spalte 1m. Ist gemacht. Jetzt rechnen wir den Zähler aus, das macht m hoch 3 minus 1, so. Und hier haben wir jetzt m hoch 3 minus 1 hoch 3. Also können wir diesen Zähler noch faktorisieren durch die binomische Formel a hoch 3 minus b hoch 3 gleich a minus b mal a² plus ab plus b². Das machen wir hier, ist gemacht. Und auch hier stellen wir fest, dass wir durch m minus 1 kürzen können. Das dürfen wir auch, weil m ja nicht 1 ist. Also dürfen wir da noch kürzen, so. Und somit haben wir die Lösungsmenge vom Gleichungssystem auch im zweiten Fall gefunden. Die Diskussion ist somit beendet. Wir sehen, dass das Cramer-Verfahren sich wirklich eignet, um ein parametrisches Gleichungssystem zu diskutieren, weil man nicht viel zu überlegen hat. Man rechnet die Determinante, und wenn diese Determinante vom Parameter m abhängt, dann diskutiert man einfach die zwei Fälle. Entweder die Determinante ist 0 oder sie ist es nicht. Aber wozu dient solch eine Diskussion von einem parametrischen Gleichungssystem? Der Grund ist folgender: Man kann so ganz viele Gleichungssysteme derselben Art auf einen Schlag lösen. Und zwar nehmen wir mal an, m hätte den Wert 3. Dann wäre das Gleichungssystem 9x plus y gleich 1 und x plus 9y gleich 3. Wir brauchen dieses System dann aber nicht separat zu lösen, denn wenn m 3 ist, dann sind wir im zweiten Fall. Denn wenn m 3 ist, dann ist m nicht minus 1 und auch nicht 1. M ist ja 3. Dann brauchen wir also nur hier in dieser Lösungsmenge überall m durch 3 zu ersetzen und haben dann sofort die Lösung gefunden. Fertig. Nehmen wir mal an, m ist 2. Wenn m 2 ist, dann ist das Gleichungssystem 4x plus y gleich 1. Und x plus 4y gleich 2. Auch dieses System brauchen wir nicht zu lösen. Wenn m 2 ist, dann ist m nicht minus 1 und auch nicht 1. Also sind wir im zweiten Fall. Es reicht also in der Lösungsmenge, m überall durch 2 zu ersetzen. Und zack, somit finden wir die Lösung von diesem System, in dem m 2 ist. Dann schauen wir auch noch, wenn m 1 ist. Vorsicht, wenn m 1 ist, dann sind wir nicht mehr im zweiten Fall.
Wenn m1 ist, dann sind wir im ersten Fall, und zwar im Fall 1b. Also, wenn m1 ist, dann ist das Gleichungssystem dieses da und die Lösungsmenge ist dann diese hier. Die Mathematiker schreiben diese Lösungsmenge dann gerne in dieser Form. Die Lösungsmenge von dem Gleichungssystem, das ist die Menge solcher Zahlenpaare mit Parameter Lambda, also Lambda ist irgendeine beliebige reelle Zahl. Der x-Wert ist Lambda, also hier ersetzen wir x durch Lambda. Und der entsprechende y-Wert, das ist dann 1 minus diese Zahl Lambda, die wir rechts rüber setzen. Nochmal, wenn wir x durch Lambda ersetzen, dann muss y 1 minus Lambda sein. Deshalb schreiben die Mathematiker diese Lösungsmenge ganz gerne so, denn so sehen wir sehr schnell jede Menge Zahlenpaare, die dieses Gleichungssystem erfüllen. Wie zum Beispiel, wenn man Lambda durch 0 ersetzt, 0, 1. Ich ersetze Lambda durch 1, 1, 0. Ich ersetze Lambda durch 2, 2 minus 1 und so weiter. So findet man also unendlich viele Zahlenpaare, die dieses Gleichungssystem erfüllen. In dem Fall, wo m1 ist, ist das System also unbestimmt. Und wenn m0 ist, dann sind wir wieder im zweiten Fall, denn m ist ja dann nicht minus 1 und auch nicht 1, m ist ja 0. Und dann brauchen wir auch hier drin nur einfach m durch 0 zu ersetzen, das ergibt dann sofort als Lösungsmenge das Zahlenpaar 0, 1. Und wenn m minus 1 ist, wieder Vorsicht, dann sind wir nicht im zweiten Fall, dann sind wir im ersten Fall klein a. Wenn m minus 1 ist, dann ist die Lösungsmenge leer. Das brauchen wir dann hier einfach nur abzuschreiben. Die leere Menge schreibt man entweder so, geschweifte Klammern ohne Inhalt, oder so, einen kleinen Kreis mit einem Slash. Bei der Diskussion von solch einem parametrischen Gleichungssystem sollten wir sehr darauf achten, diese einzelnen Fälle sehr gut zu unterscheiden. Das heißt, diese Diskussion soll sehr gut strukturiert sein. Erster Fall, zweiter Fall. Im ersten Fall haben wir zwei Unterfälle, klein a und klein b. Wir achten also hier sehr auf das Strukturieren.